Ich bin Justus Jonas von den drei Detektiven? Ganz recht, Madam. Ich habe ein Problem, aber ich möchte nicht am Telefon darüber sprechen. Ich habe eure Nummer von Inspektor Cotta. Aha. Er sagte mir, die drei Fragezeichen übernehmen jeden Fall. Ja. Besonders die, um die sich die Polizei nicht kümmern kann. Das klingt interessant, Madam. Aber ein bisschen mehr müssen Sie mir schon verraten. Willkommen bei der mündlichen Prüfung. Wir sind. Servus. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Hier sitzen Jan und Erik und wir haben einen Gast da und der stellt sich jetzt auch mal eben schnell vor. Und hallo an alle, die das über Nerdizismus hören, denn hier ist auch Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ich bin der Michael, für alle, die uns noch nicht kennen, und sage hallo zur mündlichen Prüfung. Hallo. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Schön, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Und wir sind Jan und ich, Erik. Genau. Und wir hatten ja in unserer letzten Folge der mündlichen Prüfung quasi Arschbombe mit Ansage versprochen. Und hier ist sie denn jetzt auch. Ihr habt fleißig geschrieben und habt gesagt, ihr hättet gerne ein ganz bestimmtes Thema. Und das kam so oft vor, dass wir gesagt haben, dann machen wir das doch einfach mal. Und wer bietet sich da besser an als der Nerdizismus-Podcast, als kleines Crossover? Denn gleichzeitig ist das hier auch nochmal eine kleine Fortsetzung von einer Folge, die wir vor ein paar Monaten schon mit Jan gemacht haben, bevor er die mündliche Prüfung mit Erik zusammen gestartet hat, und zwar das Hörspiele Teil 2. Genau, wir haben in der ersten Folge ganz viel über die drei Fragezeichen geredet und über die damalige Folge Die Insel des Vergessens. Und heute geht's weiter und heute wird's auch ein bisschen breiter, weil wir reden nicht nur über die drei Fragezeichen, sondern auch noch über andere Hörspiele, über Hörbücher und wir haben auch noch was zu verlosen. Richtig. Ich habe viel auf dem Zettel, wir haben viel auf dem Zettel und ich würde sagen, wir legen direkt los. Normalerweise tauschen wir jetzt die Umschläge, wir können das pro forma machen, dass wir sagen, ich mache jetzt mal meinen Umschlag auf und... Das Ach. Thema Hörspiele, das ist ja ein Zufall. Die drei Fragezeichen. TKKG, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und. Genau. Ja, ich würde sagen, wir sind mittendrin, oder? Ja, wir sind mittendrin und ich würde direkt mit was ganz Aktuellem starten, nur ganz kurz angerissen, weil der Erik hat die Folge noch nicht gehört und der Michael, glaube ich, auch noch nicht. Nope. Die drei Fragezeichen Folge 188, Signale aus dem Jenseits, eine ganz tolle Folge. Das ist somit die eine der besten Folgen seit, keine Ahnung, langer Zeit. Also sehr motivierte Sprecher. Seit dem letzten Intro. Genau. Nee, sehr motivierte Sprecher, sehr super eingesetzte Musik. Ganz anders als hier, Story. Oder? Alles ist anders als hier und deswegen ist es so großartig. Es ist der Abschluss der Clarissa Franklin Trilogie, die mit Folge 76 Stimmen aus dem Nichts beginnt und sich über Folge 96 Rufmord fortsetzt. Das sind super Folgen. Muss ich direkt schon mal eine schlechte Note verteilen. Rufmord ist Folge 99. Nein, Rufmord ist Folge 96. Dann guck das doch einfach Folge 99 durch. Ist Rufmord, scheiße. Ich dachte, 96 ist der rote Rächer. Okay. Dann erklär mir doch nochmal, weil drei Fragezeichen, ich höre es, letztes Mal schon gesagt, aber auch nicht so intensiv. Clarissa Franklin, wer ist das? Das ist eine Psychologin, die in Folge 76 Stimmen aus dem Nichts eingeführt wird und die ist schwer kriminell unterwegs und ist auf der Jagd nach Geld. Also in Folge 76 geht es darum, einer alten Frau ihr Vermögen abzuluxen und das Testament von ihr umzuschreiben und Rufmord, da ist sie... nachdem sie von den drei Fragezeichen überwältigt wurde in einer psychiatrischen Anstalt. Das war die, in der... Ah, verstehe. Okay, jetzt die fabelhafte Judy Winter. Genau, ja. Großartige Synchronsprecherin auch. Ja. Und ja, insgesamt einfach eine super spannende Folge. Eine sehr gute Bösewichtin, sagt man das. Also zum Thema Frauenquote haben wir jetzt auch schon wieder getoppt, weil das ist einfach eine super, mit die beste Bösewichtin aus dem Drei-Fragezeichen-Universum, finde ich.
Da würde ich gleich nochmal drüber nachdenken und eventuell zurückkommen. Sie ist schon sehr prägnant, ja, das stimmt. Ja. Ich würde ganz kurz einmal einen Schritt zurückgehen wollen und damit es nicht der Drei-Fragezeichen-Podcast wird, nur, wenn man sich dem Thema Hörspiele in kommerzieller Form nähert, kommt man eigentlich an den vier großen kommerziellen Hörspielserien nicht vorbei, finde ich. Darf ich raten? Ja, bitte. TKKG. Jawohl. Fünf Freunde. Mittel. TKKG, fünf Freunde. Die drei Fragezeichen, ja, natürlich. Was fällt mir gerade? Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Ganz genau. Das sind die vier, ja, meines Erachtens großen vier. Die langlebigsten. Von Benjamin Blümchen werden ja auch immer noch Folgen produziert. Ja, ne? Von allen vier Serien. Ach, Bibi Blocksberg auch. Bibi Blocksberg, krass, auch. Ist Benjamin Mr. Krabs auch noch Benjamin Blümchen? Jürgen Kluckert spricht Benjamin Blümchen. Ich weiß, okay, nicht, ob das auch Mr. Krabs ist. Okay. Aber ja. Ich glaube, er ist es, ja. Ja, nachdem der großartige erste Sprecher Edgar Ott ja verstorben ist, hat Jürgen Kluckert übernommen. Aber die sind sich auch sehr ähnlich, finde ich, von, ja, der Stimme her. Ja. Also es passt sehr gut. Ja. Also falls ihr euch wundert, warum ich heute so eine sexy Stimme habe. Er nähert sich Benjamin Blümchen an. Genau. Ich bin der nächste Synchronsprecher. Also heute ist ja die große Folge, wo wir mal ein bisschen ins Eingemachte gehen und ins Detail gehen. Wisst ihr, seit wann die vier Serien produziert werden? Mindestens 70er. Ja, die drei Fragezeichen? 76, glaube ich. 79? TKKG? 82. 81? Bibi Blocksberg? Würde ich auch 80er und Anfang 80er sagen, 81. Ich sag Ende 70er. Genau 1980. Und Benjamin Blümchen? Bestimmt 74 oder sowas. Ja, auch so um den Dreh. Also 75. Also 77, aber okay, es war alles sehr, sehr, sehr nah dran. Also das lassen wir an der Stelle. Aber ich finde, da sieht man mal wieder, wie lange auch so eine Tradition quasi zurückgeht, was Hörspiele angeht. Also dieses Unterhalten lassen per Stimme, Geschichten erzählen, einfach nur mit Stimmen und Geräuschen. Ja. Das ist, finde ich, super. Und die sind absolut generationsübergreifend dadurch geworden, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich bei den drei Fragezeichen ist es dann die ältere Generation, die es hauptsächlich jetzt hört, würde ich jetzt gerade mal vermuten. Aber Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg ist ja sicherlich noch eine Zielgruppe sehr jung, was man daran merkt, dass sie auch in den letzten Jahren Filme rausgebracht haben, ja, dazu. Also tatsächlich gibt es ja von, bis auf Benjamin Blümchen, von relativ vielen Hörspielserien auch Fernsehserien. Bei TKKG gab es eine Fernsehserie. Und einen Film. Und zwei Filme. Drachenauge und die Mind Machine. Ach, krass, okay. Und eine 12-teilige Serie im ZDF. Genau, stimmt, die Serie in den 90ern habe ich damals, ne? Hab ich damals, ja, gesehen. Die wurde dann auch eine der wenigen Serien, die es tatsächlich nicht auf DVD zu kaufen gibt, da es, glaube ich, rechte Probleme mit der Musik gibt. Das ist total mit der vielen Sachen in den 90ern, wo die nachträglich keine Rechte zu bekommen. Beispielsweise auch, gebe ich immer als nettes Beispiel, der erste Turtles-Film ist auch nie wirklich, ich weiß nicht, aber mittlerweile auf DVD offiziell hier in Deutschland erschienen, weil die extreme Probleme mit der deutschen Tonspur dabei hatten. Und das ist bei vielen Sachen in den 90ern, ich glaube auch bei vielen Disney-Filmen, Ariel wurde einmal neu synchronisiert, weil die, glaube ich, einerseits auch rechtliche Probleme hatten, das überhaupt rauszubringen. Und rechtliche Probleme sind ja auch in Hörspielserien nichts Neues. Oh. Die drei Fragezeichen hatten ja diesen legendären dreijährigen Rechtsstreit. Gerade neulich gab es ja ein bisschen Trouble um, ja, quasi das ruhigste Mitglied von TKKG. Ja, das finde ich auch echt sehr schade. Also ich finde, wenn man sich einmal wieder eingehört hat mit dem neuen Sprecher, also die Stimme von Karl, der, okay, das fällt mir der Name gerade nicht ein. Nicht eben nur Wotny. Ah, genau. Der hat sich mit Europa angelegt. Da ging es um ganz viel Tantiemen und da ein hingehend wäre meine direkte Frage. TKKG hat ja schon zwei Wechsel, ne? Durch den Tod von Veronika Neugebauer, bis Gabi gewechselt wurde. Jetzt Karl. Was meint ihr, die drei Fragezeichen würden überleben, wenn einer von den dreien? Nein. Auf keinen Fall. Also einer vielleicht. Nee, vom Hauptcast nicht. Also, das, also ich glaube, wenn Justus, Peter oder Bob aus welchen Gründen auch immer mal die Stimmen gewechselt kriegen, ich glaube, das wird sehr schwierig. Aber ich meine, wer ist jetzt der prägnanteste von denen? Justus, das, wahrscheinlich. Ja, aber das sind alles sehr prägnante Stimmen. Also die machen ja auch so
sehr viel Synchronarbeit auch und sind, weiß ich nicht, Synchronstimmen von Ben Stiller, von Edward Norton, von Gollum. Hier und von dem, wie heißt er? Na? Der Spence von King of Queens, Patton Oswalt, der hat Peter gesprochen, also von... Übrigens ein absolut unterschätzter Comedian und Schauspieler. Patton Oswalt ist so großartig. Viele haben ihn vielleicht nach King of Queens nicht mehr so mitbekommen, aber nach King of Queens ist er vor allen Dingen in den USA als Stand-Up-Comedian und als absolut kreatives Genie abgegangen und ist jetzt eigentlich erfolgreicher als Kevin James und Leah Remini, was das Ganze angeht. Und ich vergöttere diesen Typen, weil er ist ein Obernerd, ein richtig, richtig großer Obernerd. Und er ist in vielen Nerd-Sachen einfach dabei. Man kennt ihn vielleicht zuletzt aus Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, großartige Serie auch. Wenn man mit dem Marvel-Universum irgendwie zugegen ist, lohnt sich die immer. Aber sorry, ich bin dafür bekannt, bei Nerdizismus abzuschweifen. Gut, das kriegen wir auch noch auf Spur. So, du hast ja eben von den fünf Freunden geredet. Wir haben in den 80ern, 90ern gab es so viele Serien, die mittlerweile eingestellt wurden. Ich habe mal ein paar zusammengefasst und mal gucken, ob ihr euch an ein paar noch erinnert. Die fünf Freunde haben wir eben schon angesprochen. Die ersten 21 Folgen mit den Originalsprechern der englischen Serie aus den 70ern. Oliver Rohrbeck unter anderem Julian, seine Schwester Ute als Anne, Maud Ockermann als George und Oliver Mink, der jetzt unter anderem den Mark Wahlberg spricht. Ach krass. Als Dick. Guck mal. Dann haben wir die Funkfüchse. Dann haben wir Tom und Locke. Kenne ich nicht. Dann gab's die Masters of the Universe. Kenn ich auch nicht. Super. Aber Masters of the Universe, ist das nicht... Ach so, doch, stimmt. Da habe ich einen... Ich habe keine Ahnung, wie das... Ich kenne nur He-Man. Die Pizzabande. Perry Clifton. Huibu. Huibu, großartig. Honey und Nanny. Die Gruselserie, unter anderem mit Horst Frank und Brigitte Kolecker. Der letzte Detektiv von Michael Kose. Also das waren alles solche Regina Geschichten. Regina Regenbogen. Regina Regenbogen, genau. Das waren alles so Sachen, die einfach Kindheiten geprägt haben und die so verankert noch sind in Erinnerungen, dass die einfach auch nicht wegzudenken sind. Und es ist so schade, dass so viele tolle, gut produzierte Hörspielserien dann so auslaufen, weil einfach der Absatz nicht da ist oder da war. Und es gab ja auch mal in den späten 90er so einen Einbruch in dieser ganzen Szene, der dann erst wieder so richtig auf Fahrt kam, meines Erachtens so vor 10, 15 Jahren, wo dann richtig... Aber warum? Ich glaube, diese Download-Geschichten, so Kassetten illegal. Kassetten waren einfach irgendwann raus, die CDs kamen, dann war es vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie so eine Produktion abläuft, aber vielleicht war es einfach zu aufwendig, weil es gibt ja tatsächlich auch ganz, ganz, ganz großartig aufwendig produzierte Hörspielserien, die sich halten und die nicht, und das ist so eine kleine Randnotiz, die nicht seit 35 Jahren dasselbe Hundegebell bei jedem Hund benutzen. Ich wollte gerade sagen, die drei Fragezeichen gehören sicherlich nicht dazu. Also die aufwendig drei Fragezeichen produziert ist da echt was anderes. Sind natürlich, die leben natürlich von diesem Kult einfach. Aber ich glaube, wenn man eine wirklich, wie sage ich das jetzt charmant, eine aufwendig produzierte Geschichte hören will, die Türen gehen immer gleich auf, die Autos sind immer gleich, die Türklingeln sind gleich, das Hundegebell, also Timmy der Hund wird genauso wenig alt wie TKKG, Bibi Blocksberg und alle anderen aus diesem Universum. Aber der Wilhelm-Schrei der Hörspiele. Ungefähr so, ja. Es ist, ich finde aber beim Stören hört mich das nicht. Beim Hören stört mich das nicht. weil ich da so in dieser Welt drin bin und das so Geräusche sind, die irgendwie dazugehören, dass das für mich einfach, keine Ahnung, blende ich aus. Vielleicht auch, weil du ein sehr großer Fan bist. Ich meine, ich habe zuletzt bei unserer Hörspielfolge, habe ich erste Mal seit Jahren wieder eine neue Folge gehört. Da ist es mir nicht aufgefallen, aber ich könnte mir denken, dass ich, wenn ich jetzt einfach mal die ganze Bagage durchhöre, mir dann doch schon gerade aus heutiger Sicht so ein paar wiederkehrende Elemente vielleicht auch arg aufstoßen würden. Ich weiß nicht, ich müsste es wahrscheinlich nochmal hören, um es zu hören, nicht um es zu sehen, sondern um es zu hören.
Stört dich da irgendwas an wiederkehrenden Sachen? Ich finde es schwierig. Also wenn es die Tür von der Zentrale ist, die immer gleich aufgeht, dann nicht. Aber wenn, weiß ich nicht, wenn folgenübergreifend überall, wo geklingelt wird, die gleiche Türklingel ist, der gleiche Hund, egal welcher Rasse, welcher Form und Farbe, kleiner Hund, großer Hund, und die sind immer Timmy der Hund. Stören würde ich nicht sagen, aber es ist halt so, warum? Ja, ich glaube, es ist auch so Altersmüdigkeit bei Europa vielleicht, dass sie sagen, wir machen das jetzt schon so lange und haben jetzt keine Lust, da noch was zu ändern, weil es funktioniert. Ich glaube aber auch, um das von der anderen Seite zu sehen, ich glaube, ganz viele Leute würden sich auch extrem daran stören, wenn dieser jahrelange und ja jetzt fast schon 40-jährige Kult plötzlich mit irgendwas durchbrochen wird. Ich kann mich erinnern, dass es gab eine Folge, gar nicht so lange her, da haben sich recht viele Leute tatsächlich dran gestört, dass zum ersten Mal ganz aktiv die drei Fragezeichen auf eine Leiche gestoßen sind. Ja, und die Folge war grauenhaft schlecht. Also es war, ich fand die ganz schlimm. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn die gleichzeitig schlecht geschrieben ist, dann muss es nicht funktionieren. Also es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das passt gerade nicht. Also wirklich darüber zu sprechen ist die eine Sache. Aber auch das haben die drei Fragezeichen ja immer vermieden. Mord gab es noch nie. Und auch in der Folge, ohne das jetzt großartig zu spoilern, war es im Endeffekt auch kein Mord. Aber es war irgendwie schwierig, das in diesen drei Fragezeichen-Universums-Kontext zu bringen, ohne dass man dachte, hui, das ist aber jetzt eigentlich eine Idee zu weit. Und es gibt wesentlich krassere Hörspiele, die natürlich da voll auf die 12 gehen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Dorian Hunter oder Gabriel Burns, solche Geschichten, die machen dann natürlich keine Gefangenen, sondern da geht's richtig zur Sache. Ja, aber das ist ja auch, drei Fragezeichen ist ja ursprünglich für Kinder und Jugendliche gemacht. Ja. Also so diese Folge 177, der Geist des Goldgräbers, das ist die mit dem Toten am Ende, das ist... Ja, weiß ich nicht, aber das fällt auch in eine Reihe ganz schlecht geschriebener Folgen. Ich weiß nicht warum, aber die Autoren haben halt zwischendurch auch gewechselt. Ja, das ist ein Autorenteam aus 5-6 Leuten, die immer abwechselnd unregelmäßig dann auch die Bücher veröffentlichen und dann wird natürlich das Dialogskript einige Zeit später geschrieben. Aber ich frage mich auch, warum die nicht einfach mal die alten Folgen sich anhören, wo das ja richtig gut teilweise funktioniert hat. Und nicht einfach sich daran orientieren. Aber das ist so ein Drei-Fragezeichen-spezifisches Problem. Es ist, glaube ich, auch bei TKKG, aber überraschenderweise ist TKKG es bei TKKG wird besser. Wird richtig gut, ja, absolut. Also TKKG war ja geprägt von allem. Von modern gesagt Fettshaming über Lokismus und was weiß ich, Rassismus teilweise auch. Es ist ganz, ganz schlimm. Und seit der Autor der Serie, der ursprünglichen Bücher, tot ist, wird es auf einmal gut. Also die haben gelernt. Nicht, ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, aber ich glaube einfach, dass sich TKKG über die Zeit auch ein bisschen berappeln musste, weil sie ja doch immer im Schatten von den drei Fragezeichen stehen. Und vielleicht auch, ich meine, letztendlich, ich kann das so ein bisschen aus dem Nerd-Star-Trek-Universum sehen, wo jedes Mal, wenn irgendwas Neues versucht wurde, alle Fans extrem laut aufschreien. Ja. Aber trotzdem ist Trek eigentlich eine Serie, die durch die Veränderungen lebt und durch die Veränderungen sich auch immer wieder neu erfindet und dadurch auch so lange bestehen konnte. Ich meine, wir haben in der letzten Folge ein klein bisschen drüber gesprochen, dass die drei Fragezeichen gewisse Elemente doch angepasst haben, also dass die vielleicht immer noch in der Richtung Schulzeit, also sie haben nie die Schule offiziell aufgehört. Wüsste ich jetzt nicht, nee. Also sie sind aber auf jeden Fall 16, weil sie ja fahren, wir fahren ja Autos. Ja, also mindestens 16. Ja, und aber in der Schule sind sie immer noch, ja. Aber es gibt erwachsenere Motive. Aber gab es irgendwelche, bis auf den Tod von Sprechern und den Auswechsel von Sprechern, irgendwelche wirklich einschneidenden Veränderungen in der Serie zu irgendeinem Zeitpunkt? Ja, es gab halt die... ich glaube, Mitte der 90er war das, da hatten sie Freundinnen und da kam das halt auf mit den Autos und Beziehungen und das ist dann auch wieder abgeflaut. Das war halt einmal, wurde das wirklich intensiv auch behandelt, da waren die Freundinnen auch Teil der Episoden. Und dann
hat es irgendwann aufgehört und die wurden sie wurden halt nicht mehr erwähnt. Die waren halt nicht mehr das Teil dieser Welt. Und das war so das Einschneidende, glaube ich. Also ich glaube, es war immer recht einschneidend, wenn vor allem Justus Dinge getan hat, die auf seinen Charakter eigentlich erstmal nicht passen. Es gibt da zwei herausragende Folgen meiner Meinung, und das ist einmal das leere Grab, die Folge 78, wo Justus wirklich Hals über Kopf, ganz entgegen seines Charakters, versucht, seine totgeglaubten Eltern zu finden in Südamerika. Und dann gibt es die Folge 103, das Erbe des Meisterdiebs, wo langjährigen Gegner der drei Fragezeichen, Victor Eugène, vermeintlich bei einem Unfall in den Bergen ums Leben kommt und den drei Fragezeichen noch letzte Rätsel hinterlässt, um das große Meisterwerk zu finden. Also doch ein Tod, der noch dabei ist. Vermeintlich. Genau. Und da begegnet Justus einem Mädchen, die ihn dazu veranlasst, so ein paar seiner Charakterzüge, dieses Überlegte, dieses neunmal Kluge, dieses ein bisschen Überhebliche auch, über Bord zu werfen. Und das wird dann auch als Motiv nochmal in Folge 125 in dem Dreiteiler Feuermond aufgegriffen. Genau, aber das ist ja auch eher so ein, ja, da merkt man halt, ne, die sind in der Pubertät und dann tut man Dinge unüberlegt und weicht komplett von seinem Charakter ab. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee, ich finde es auch nicht schlimm, aber das sind einschneidende, ja, das gerade für Justus, weil Justus ist ja doch ein recht, ein Charakter, den man eigentlich ganz gut einschätzen kann. Und Peter und Bob sind ja doch eher, ne, also das sind so, Peter ist der Sportliche und Bob ist so der ein bisschen Überlegtere und der Schlaue, und der führt so die Bücher von denen. Und der so. Ist der Mädelsheld. Er ist der Mädelsheld, ja. Andreas Fröhlich. Aber es hat nie dazu geführt, auch als einziger von den drei noch wirklich Haarwuchs. Gut, schön. Ich kann sie mir jetzt gerade nicht alle vorstellen. Ich habe, glaube ich, einen im Kopf, aber der ist auch relativ kahl. Also das ist dann wahrscheinlich Oliver Rohrbeck. Genau. Oliver Rohrbeck habe ich immer vor Augen. Ja. Genau. Aber letztendlich hat es zu nie was dazu geführt, dass es wirklich große Veränderungen in dieser Serie gab. Nee, die ist relativ konstant. Wäre das nicht mal, ich meine, klar, wir haben jetzt, wie viel, 188 Folgen. Ja, solange die Fans hören, gibt es wahrscheinlich auch keinen Anstoß, Veränderungen mit reinzubringen. Aber könnte sich die Serie nicht dadurch auch für euch weiterentwickeln und vielleicht auch spannender werden? Ich finde ganz gut, dass eine Weiterentwicklung außerhalb stattfindet, indem das ja ganz gerne mal so Kurzgeschichten-Boxen rauskommen oder Sonderfolgen. Da dürfen die natürlich ein bisschen mehr machen. Also ich erinnere mich an eine Folge, die so ein bisschen hanebüchen war, wo die drei Fragezeichen plötzlich Zeitreisen konnten. Ja. Das war so ein bisschen schwierig irgendwie, aber das kann man völlig als legitim sehen, weil es ist halt eine Sonderedition von 7 Kurzgeschichten gewesen. Dann gibt es die Special Editions irgendwie, die so ein bisschen länger laufen, 90 Minuten circa, die dann in den Planetarien als Live-Folge mal aufgeführt wurden. Ohne die Sprecher, aber es wurde halt das Hörspiel gehört zusammen in einem Planetarium mit den Leuten, ohne dass da jemand anwesend war. Das ist okay, wenn man das so macht. Aber im reinen Serienkosmos gehört das, glaube ich, eigentlich nicht. Aber letztendlich bleibt seiner Ursprungszeit treu, ja, indem es sehr konstant bleibt und nur vielleicht, wie gesagt, durch Specials mal ein bisschen was anderes reinbringt. Also kann man es da schon eher wie wirklich Produkte aus der Zeit machen. Oder die Simpsons, ich meine, Maggie wird auch nie älter. Ja, und im Prinzip bleibt alles immer gleich. Homer wird zwar immer dümmer, Jahr zu Jahr immer dümmer. Aber letztendlich ist es das auch dann, was die Fans daran lieben. Absolut. Was ich gut finde an Entwicklung, ist halt, dass sich um die drei Fragezeichen herum halt viel entwickelt. Also ich finde, dieser ganze Hype, den die teilweise auslösen, der nützt natürlich auch anderen Hörspielen, weil die halt so eine Art Einstiegsdroge sind in das Thema. Meinst du, dadurch konnten sich Podcasts entwickeln? Vielleicht. Also ich höre in letzter Zeit auch viel weniger Hörspiele und viel mehr Podcasts. Aber weil da halt auch einfach kontinuierlich, also öfter Neuigkeiten kommen. Das ist eine viel höhere Frequenz. Und gerade wenn man mehrere
Casts abonniert, dann hast du halt auch immer wieder neu, also jeden Tag quasi 2-3 neue Folgen, die man hören kann. Und das unterscheidet sich halt natürlich auch sehr stark. Während der Arbeitszeit, ja. Ich doch nicht. Ich habe was mit euch vor, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann müsst ihr da jetzt trotzdem durch. Oh. Damit wir auch das ganze Thema mit den drei Fragezeichen nicht über die komplette Stunde hier ziehen. Ich will aber nachher noch zum Schluss nochmal drauf zurückkommen. Ja, natürlich. Das können wir gerne tun, aber es gibt noch so viele tolle Hörspiele. Ich sitze übrigens heute im Hemd hier, habe ich letzte Woche versprochen. Ja, ich auch übrigens. Ihr könnt das nicht sehen, aber wir tun es wirklich. Um die drei Fragezeichen für den Moment mal kurz auf Seite zu stellen, möchte ich eine kurze Abschlussprüfung mündlich mit euch beiden durchführen. Ich habe nicht gelernt. Das ist egal. Das ist ja das ganze Konzept. Die mündliche Prüfung heißt drei Fragezeichen. Ja, so, um das Thema mal zu sagen. Du musst mich ausreden lassen, sonst gehst du sofort in die Ecke. Drei Fragezeichen, erste Sätze. Ich habe 5 erste Sätze von den drei Fragezeichen. Und da können die Leute am Podcast Ohrhörer quasi auch mitraten. Und ihr könnt versuchen, die ohne Hilfe zu lösen. Wer als erstes... Ihr könnt euch zusammen abstimmen und ihr könnt wenn Multiple Choice ist, wenn Multiple Choice, wenn ihr das braucht, dann könnt ihr euch auf eine... Also ihr seid quasi ein Team. Okay, zwei gegen Erik. 2-3, Fragezeichen. Der erste Satz wäre zum Beispiel, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews warteten an einem Lastwagen der Firma Gebrauchtwarencenter Titus Jonas vor einer alten Villa am Crestview Drive. Insektenstachel? Möchtest du, bevor du antwortest, eine Multiple-Choice haben? Ich rate mal, Insektenstachel. Du sagst, aber ich will auch gern wissen, was das ist. Also A, der Zauberspiegel. B, die gefährliche Erbschaft. C, die Perlenvögel. Damit hey. ist deine Antwort leider dran vorbei. Ich nehme die goldene Mitte einfach. Könnte mal die gefährliche Erbschaft sein. Aber ich lag ja eben schon grandios daneben, von daher. Also ich werde es nicht auflösen, damit die Zuschauer, die Zuhörer zu Hause auch eine Möglichkeit haben. Vielleicht kannst du es zeigen und wir können dann. Also es ist auf jeden Fall nicht die gefährliche Erbschaft. Okay. Ach nee, das seht ihr ja in meiner ganzen anderen. Der zweite, also es ist der Zauberspiegel. Ah, okay. Der zweite erste Satz wäre: Autovermietung Gilbert, guten Tag. Das ist irgendwas mit Morten. Ja, sehr gut. Ist das tödliche Spur? Das ist tödliche Spur, Jan. Das ist tödliche Spur. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, es passiert nicht so häufig, dass sie direkte anrufen. Und da das ein Fall ist, der sich rund um diese Autovermietung und Morten dreht, ja. Den Chauffeur. Muss ich ja extremen Respekt vor haben. Ich meine, ich habe andere Serien schon öfters geguckt. Aber ich bin nicht so ein Riesen-Nerd, dass ich sagen könnte, Star Trek oder Stargate oder irgendwas, sag mir einen Satz und ich kann dir die Folge zuordnen. Vielleicht ganz was ganz Prägnantes, aber ja, mein Nerd-Faktor ist auf jeden Fall relativ hoch. Was ganz Prägnantes wäre zum Beispiel Satz Nummer 3. Onkel Titus, sieh mal, da drüben. Oh. Gib mal die Möglichkeiten. A, Schüsse aus dem Dunkel. B, die rätselhaften Bilder. C, der Teufelsberg. Oh, das sind so die rätselhaften Bilder und der Teufelsberg sind relativ frühe Folgen, die finde ich nicht so doll. Du hast, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe eben B gesagt, jetzt sage ich C. Also. Hättest du mal B gesagt, also weil es wäre B gewesen, es sind die rätselhaften Bilder. Okay. Nummer 4, das ziehen wir jetzt ganz schnell noch durch. Ein zartes Klingklong kündigte an, dass ein Kunde den Laden betreten hatte. A, die Spur des Raben. Nein. B, Wolfsgesicht. C, der Karpatenhund. Oh, es könnte der Karpatenhund sein. Ja, könnte der Karpatenhund sein, ist aber Wolfsgesicht. Schade. Scheiße. Und der letzte, weil den sechsten machen wir vielleicht am Ende nochmal. Da ist es, Freunde. Der große Ivan und Ratscha. Die beste Löwendressur der Welt. Oh, ganz schreckliche Folge. Ich weiß, lies mal vor. A, die schwarze Katze. B, der rasende Löwe. C, Tatort Zirkus. Ja, die schwarze Katze ist. Ist die schwarze Katze. Die schwarze Wunderbar. Katze. Fand ich schon als Kind scheiße. Ich finde die alle super. Die frühen Folgen sind alle super. Nee, ich mag die. Ich finde, in den frühen Folgen sind zu viele Logikfehler auch mit drin. Das macht ja nichts. Aber das ist, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Wenn Tante Mathilda sagt, wenn Justus sagt,
als er den Telefonhörer auflegt, schnell, das war meine Mutter. Und man denkt so, nee, Justus, das war definitiv nicht deine Mutter. Aber um Junge, mal... deine Eltern sind tot. Ja, leider, leider. um mal so auf ein paar Hörspiele oder Serien zu kommen, die ein bisschen aktueller sind. Point Widmark. Werden die aktuell noch produziert? Ich habe schon lange keine Sachen mehr von denen gefunden. Aber ich habe heute gelesen, im Herbst 2017 geht's weiter. Ernsthaft? Ja. Oh, geil. Endlich mal. Dann haben wir zum Beispiel die Serie Gabriel Burns, die leider mittendrin, aus welchen Gründen auch immer, auch nicht mehr weiter Folgen veröffentlicht hatte. Eine Folge, die ganz heute zum ersten Mal einen schönen besonderen Bezug zu uns hat, ist Dorian Hunter, eben schon angesprochen, weil die zauberhafte Claudia Obstadt Minguez, ihr habt es ganz am Anfang gehört, bei der mündlichen Prüfung, ja, unser Intro tatsächlich. Und wir sind da sehr, sehr, sehr happy und... Ja, vielen Dank an der Stelle. Over the moon. Und in Dorian Hunter spricht sie die Hexe Coco Tsamis. Ist unter anderem auch die Stimme von Angelina Jolie. Und Intro-Sprecherin der Tagesschau. Genau. Und Intro-Sprecherin der mündlichen Prüfung. Das ist so. Das heißt, wir bewegen uns auf einer Ebene jetzt mit Deutschlands erfolgreichsten Nachrichtenmagazin. Ja, wenn man greift, dann nach den Sternen. Richtig. Vielen, vielen Dank. Bibi und Tina, Spin-off von Bibi Blocksberg, Sherlock Holmes, die drei Ausrufezeichen, Offenbarung 23, Lady Bedford, Geisterjäger John Sinclair. Hier, aber John Sinclair ist doch auch so ein eher so ein Klassiker, oder ist das ja, als Hörspiel auch neu wieder gestartet worden in den 2000ern. Davon gibt's dann auch ein Spin-off. Die Sinclair Classics, wo dann so ein bisschen erzählt wurde, was vor Geisterjäger John Sinclair passiert, hat aber nicht mehr so viel zu tun mit der Serie, die in den 70er, 80ern auf Kassette veröffentlicht wurde. Und eine ganz besondere Erwähnung, finde ich, sollte die Sonderberg und Co. finden, denn das ist eine Hörspielserie, die in Düsseldorf spielt. Stimmt, hast du mal von erzählt, habe ich aber nie gehört. Ist sehr, 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 sehr gut. Spricht da nicht auch Andreas Fröhlich mit? Es spricht Andreas Fröhlich mit als Neffe der Hauptperson Friedrich Sonderberg. Und cool. Die ist für Düsseldorfer und Nicht-Düsseldorfer sehr warm zu empfehlen. Hat einen ganz tollen Bezug zu der Stadt und da erkennt man dann immer so ein bisschen Oberkassel und man erkennt Bilk. Also es sind so Sachen, die da alle vorkommen. Genau, packen wir euch in die Shownotes auch, dann wisst ihr, wo ihr das herbekommt. Und worum geht's da genau? Es ist auch so ein Krimi, denke ich mal. Genau, es ist ein Krimi. Es ist ein Privatdetektiv, sage ich jetzt mal, der mit seinem Kompagnon in der ersten Folge das eigentlich, der Kompagnon ist seine Kompagnonin, Minnie Kokner, und durch einen Schreibfehler auf seinem Firmenschild wird quasi die Firmenzugehörigkeit Sonderberg und Co. Überhaupt erst zustande. Und die beiden ermitteln so ein bisschen um Düsseldorf herum. Und Andreas Fröhlich als Neffe von Sonderberg macht dann immer ist so ein bisschen der Sidekick und macht immer so ach, cool. So Sachen, die eigentlich nicht so sinnvoll sind und auch die Hauptakteure immer so ein bisschen in Schwierigkeiten bringen. Und am Ende wird dann meistens doch immer alles gut. Ich frage mich ja bei den ganzen Krimiserien, auch selbst die Krimiserien, die es in Deutschland gibt, sei es Hörspiele, sei es TV, sei es Filme, würde man für alles mal so ein Shared Universe geben, wäre es in Deutschland ganz schön mörderisch. Ja, und absolut, das Krimiland. Eine Serie, die nicht ganz aktuell ist, aber seit 2015 in einer gewissen Form wieder aufgelegt und rebootet wurde, ist die Serie Professor Dr. 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 Van Dusen. Ist produziert worden zwischen 1978 und 1999 mit den Hauptakteuren Friedrich W. Bauschulte und Klaus Herm. Die Serie spielt in den Jahren 1889 bis 1912. Und der Professor ist... Das fällt mir ja schon wieder zu weit zurück. Nee, das ist ganz toll. Also ganz ehrlich, das ist wirklich genördet hoch 10. Aber der Professor ist so genial gesprochen. Und der Professor ist die Denkmaschine. Der weiß alles, der kann alles, der kennt alles. Wie ich. Bisschen Sherlock Holmes mäßig. Bisschen Sherlock Holmes. Und, wie ich. Genau. Und Klaus Herm ist Hutchinson Hedge.
Zeitungsreporter, der bei einer Artikelreihe über oder einem Artikel über den Professor dann auch seine Bekanntschaft macht. Und dann werden die beiden beste Freunde, behalten aber immer diese Sherlock-Watson-Distanz. Also die siezen sich und Klaus Herm als Hutchinson Hatch, der ist so ein bisschen der Erzähler des Ganzen und begleitet den Zuhörer so durch die Krimi-Welt des Professors. Und es gibt, und das habe ich bei keiner Serie erlebt, es gibt 79 Folgen, zwei Doppelfolgen und keine einzige Folge ist schlecht. Keine einzige Folge. Es ist durchweg eine absolut hohe Qualität und die werden auch auf CD so nach und nach wieder aufgelegt, die Originalserie. Und unbedingt kaufen. Unbedingt. Ist das denn, da frage ich mich immer, ich meine, die drei Fragezeichen kamen ja auch nicht ursprünglich aus Deutschland. Ja. Ist aber in Deutschland unglaublich erfolgreich. Ja. Ist das auch sowas, was aus dem Ausland kommt und dann hier erst zu so einem richtigen Boom erlebt hat? Ja, also es ist so gewesen, dass Jacques Futrelle die Originalbücher geschrieben hat. Und ich glaube, es waren 8 oder 10. Die hat er geschrieben, ich glaube, möchte mich nicht festlegen, aber so um 1906 bis 1910. Ach so, also wirklich das Produkt der Zeit. Das Produkt der Zeit. Der Autor ist mit der Titanic 1912 untergegangen. Oh, das bitte. Und hat demnach keine weiteren Folgen produzieren können. Aber dann hat der Michael Koser hat die Serie weitergeführt mit eigenen Geschichten. Und die sind so brillant und so gut. Und das sind wirklich Sachen, da fragt man sich, wie kommt man auf so wirklich gute Ideen? Und die sind durch die Bank weg unterhaltsam, gut und die leben natürlich auch absolut von den beiden Hauptsprechern. Und also wer die Serie nicht kennt, das ist das Tollste, wenn in 2-3 Monaten wirklich das Regenwetter kommt, noch mehr als es jetzt schon ist, wenn der Herbst kommt, um die Weihnachtszeit einfach richtig einkuscheln mit Professor Van Dusen und durchhören. Okay. 79 Folgen. Du hast überhaupt keinen Bock da drauf. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie ich ist mir das den zu weit weg. Und also Sherlock Holmes zum Beispiel gucke ich sehr gern. Also ich fand die Filme mit Robert Downey Jr. sehr gut. Ach, die fand ich beispielsweise furchtbar. Ich bin so froh, dass es Sherlock mit Benedict Cumberbatch gibt, obwohl das auch später ziemlich furchtbar geworden ist. Aber die Robert Downey Jr. Filme, die Guy Ritchie Filme, die waren mir einfach mal zu übertrieben. Ja, das mag ich. Und weiß ich nicht. Also ich fand, das was ich gerade hier gehört habe, ist, vielleicht, also ich probiere es mal, aber so im Großen und Ganzen. Du, dann lass es einfach. Du musst. Also ich freue mich echt auf Point Witmark, weil ich weiß nicht, ich finde diese, das passt auch so schön. Also es sind halt auch drei Jugendliche, die ja, und das finde ich bei Point Witmark, sorry, wenn ich dich unterbreche, so toll. Eigentlich ist es das gleiche Konzept wie bei den drei Fragezeichen. Ja. Und trotzdem ist es kein Abklatsch. Ja, das ist super. Also ich finde auch einfach, die Sprecher sind auch sehr erfolgreiche Synchronsprecher. Da kommt direkt eine Stimmung auf, die ich so bei den drei Fragezeichen nicht habe. Und trotzdem ist es durchgehend sehr spannend. Es sind sehr gute Fälle. Es hat auch genug Witz. Deswegen bin ich echt mal gespannt auf die neuen Folgen. Wir verlinken euch auch mal den Wikipedia-Eintrag zu Point Witmark, weil es lohnt sich echt, sich das mal anzuhören. Ja, und einer der dreien ist ja auch die deutsche Synchronstimme von Leonardo DiCaprio. Genau. Und da kann man sich dann immer vorstellen, was man will. man könnte sich Leonardo DiCaprio vorstellen, wenn man denn will. Eine Sache haben wir noch vergessen, beziehungsweise die müssen wir ein bisschen gesondert erwähnen. Die mündliche Prüfung ist ganz froh und glücklich, dass das tolle Label aus Hilden, Titania Medien, die seit ganz vielen Jahren die Serie Gruselkabinett produzieren und sehr erfolgreich veröffentlichen, mittlerweile auch über 120 Folgen. Muss man auch erstmal schaffen, finde ich. Absolut, in der heutigen Zeit muss man das erstmal hinlegen. Wer es nicht kennt, für die 2-3 Leute, die es nicht kennen, das Gruselkabinett nimmt sich in jeder Folge einer klassischen und auch manchmal modernen Gruselgeschichte an, angefangen von Dracula als Dreiteiler, Frankenstein, Jekyll und Hyde, solche Geschichten, die wirklich auch einen großen Bekanntheitsgrad haben, die werden sensationell gut vertont, aber auch so die kleinen, etwas unscheinbareren Geschichten, die mit so einem ganz
schönen Grusel kommen, die mit einer ganz tollen Stimmung kommen. Sachen, die man vielleicht nicht so kennt aus der Schule oder aus Literatur. Und Titania Medien haben uns zur Verfügung gestellt eine Folge, und zwar die Folge 122, Die Insel des Dr. Moreau. Oh, ganz aktuell auch. Richtig, also es ist eine von den neuen Episoden und die werden wir unter euch, unter die Leute bringen, unter euch, liebe Hörer. Und die Einzelheiten gegen Ende der Folge, aber da sind wir auch ganz dankbar. Und ja, die Insel des Dr. Moreau, wir werden euch über Instagram ein kleines Gewinnspiel anbieten. Und da findet ihr ab heute ein Bild dazu, quasi das Coverbild. Und dann, was ihr tun müsst, sagen wir euch gleich, kurz bevor wir Schluss machen. Aber Gruselkabinett, absolut sensationell. Habt ihr Folgen gehört? Nee, leider noch nicht. Aber ich bin auch, wie gesagt, ich bin, was Hörspiele angeht, ist so, bin ich sehr autistisch unterwegs. Also ich habe wirklich dieses Drei-Fragezeichen-Universum, dann TKKG, gelegentlich auch mal Point Bitmark. Das war's dann aber auch. Also bei Hörspielen bin ich da echt sehr, sehr beschränkt, weil ich auch ganz viele Drei-Fragezeichen-Folgen zum Beispiel doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach höre. Und das ist ja auch wie mit guten Büchern ist, dass man die öfters mal hören, lesen kann. Oder hören. Oder hören kann, ja. Was mich dazu bringt, also letztendlich, Hörspiele sind so ein bisschen ein Fragment aus meiner Jugend, was ich teilweise mit rübergebracht habe. So das letzte Stück Kindheit, an das ich mich klammer. Nee, aber man hat halt mittlerweile, ich habe zwar noch einen Kassettenrekorder, aber wenn, dann hat man es eher als MP3 mal da. Und dann hört man sich vielleicht beim Joggen oder vielleicht auf einer Zugfahrt oder ähnlichen Dingen mal an. Ich bin mittlerweile eher zum anderen Bereich des Hörspiels, sondern des Hörbuchs übergegangen. Mhm. Lustigerweise irgendwie seit Jahren, ich will mal wieder richtig lesen. Ich habe ein Kindle da, den ich auch immer schön auflade. Aber ich bin mal Hörbüchern stecken geblieben, weil Hörbücher für mich so das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Man hat im besten Fall eine super Stimme, die wunderbar erzählen kann. Man hat immer noch diese spannende Geschichte, die aus dem Original-Literaturwerk kommt. Und es ist vielleicht ein bisschen Faulheit, aber selbst eine gute Stimme kann die Geschichte noch anders rüberbringen, als die in der eigenen Fantasie da ist. Die Harry Potter Hörbücher von, ach, wie heißt der? Rufus Beck. Rufus Beck ist eins der besten Beispiele für unglaublich gute Hörbücher, die es gibt. Ich meine, zwischendurch hatten sie versucht, bei den letzten Büchern irgendjemand anders da reinzubringen und die Fans sind auf die Barrikaden gestiegen, was das anging. Aber für mich ist Harry Potter als Buch immer Rufus Beck. Ist immer die Stimme von Rufus Beck, weil ich es nur auch noch so hören kann. Ich habe die letzten Bücher zwar auch gelesen, aber ich habe immer darauf gewartet, dass unbedingt das Hörbuch von Rufus Beck rauskommt, weil ich finde diesen Menschen als Hörbuchsprecher so großartig, so fantasievoll und so tief. Wenn du Hörbücher magst und da so ein bisschen mehr rausziehen kannst als aus Hörspielen, kann ich dir trotzdem versuch mal wirklich einige Folgen vom Gruselkabinett, weil die sind, manche Folgen sind so monologlastig, dass es fast wie ein Hörbuch klingt. Ohne dass jetzt so, also sehr, sehr viele Folgen spielen natürlich in der Jahrhundertwende, 1800 rum, 1900, aber das ist halt der Vorlage gegeben. Und es gibt tatsächlich, es hat, und das hat keine andere Hörserie außer Professor Van Dusen geschafft. Bei Gruselkabinett lasse ich mich da so tief reinfallen. Zwei Folgen haben es tatsächlich schon geschafft, dass ich weinen musste, weil die einfach so ergreifend waren. Ja. Und es war zum Beispiel die Folge 91, Mary Rose. Die hat eine sehr, sehr emotionale, sentimentale, aber nie kitschige Geschichte. Und das ist eine der Folgen, die absolut gehört werden muss. Auch so eine Geschichte, die ich vorher nicht kannte, aber es ist Wahnsinn, was sie abliefern. Es gibt sehr viele Zweiteiler. Und wenn ihr eine von diesen Geschichten, nämlich wie gesagt die 122, euer eigen nennen möchtet, mit ganz, ganz, ganz freundlicher Unterstützung von Titania Medien, dann folgt unserem Instagram-Account und verlinkt unter dem Bild des Covers von der Folge 122, die Insel des Dr. Moreau, einen Freund oder eine Freundin, dass die oder derjenige auch aufmerksam wird und vielleicht auch Lust hat, diese Folge zu gewinnen.
Und vor allem wichtiger, um uns zu hören. Genau. Und vielen Dank an Titania Medien nochmal für die freundliche Unterstützung. Und genau. Also, ja, wir werden es natürlich auf Nerdizismus auch schön verlinken, damit ihr natürlich den ganzen Zuwachs an Hörern an euch müssen wir auch erstmal reinkommen. Wir sind ja die kleine Nische. Wir sind 2,5 Jahre lang ohne Werbung bisher unterwegs. Ja, und wir machen es jetzt anderthalb Monate. Ich möchte, genau, und ihr habt ja schon, über Zahlen redet man nicht, sondern man spricht über sie. Ja, das stimmt schon. Also wir haben auf jeden Fall echt eine relativ große Hörerschaft mit euch schon und das freut uns sehr. Und wir freuen uns echt über, immer wenn wir in die Statistiken gucken und sehen, wie viel von euch schon die Folgen angehört haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Oder auch vielen Dank für die iTunes-Bewertungen und die Likes auf allen möglichen Kanälen. Und was toll ist, diese Folge gehört ja eigentlich ganz besonders euch, weil die habt ihr euch ja so gewünscht. Und deshalb freuen wir uns auch so, weil, also vielleicht merkt man es, aber ich bin ein ganz großer Hörspielserien-Fan. Ich glaube, dein Redeanteil war noch nie so groß. Ja, weil ich einfach da hängt so mein Herz dran. Also ich finde, gute Geschichten, finde ich, ist das, was einen so aus so einer Realität abholt. Ja. Und es gibt nichts Schöneres wirklich als einen Sonntagmorgen mit einem Kaffee oder so oder einer Fanta. ich musste piepsen, mit einem Orangen-Limonaden-Kaltgetränk im Bett zu liegen und eine gute Geschichte zu hören. Ja. Und aber letztendlich genau das finde ich auch das Reizende an Hörbüchern, weil man wirklich den Inhalt, die gute Literatur so gut rübergebracht hat, dass man sich einfach zurücklehnen kann, die Umgebung genießen und trotzdem in die Atmosphäre des Hörbuchs eintauchen kann. Das habe ich ein bisschen das Problem mit den 3 Fragezeichen. Es tut mir leid, aber immer wenn man diese Art von Hörspiel hört, die ja schon sehr einfach aufgebaut ist, sehr simpel aufgebaut ist, ich mag sie zum Gehirn abschalten. Aber um dann doch ein bisschen gereizt zu werden, sind für mich dann Hörbücher aktuell das Medium, was ich lieber höre. Also 3 Fragezeichen ist auch halt, um jetzt nochmal wieder zurückzukommen zu dem Thema, für mich auch wirklich eher was zum Abschalten, wie du sagst. Also ich kann da nebenbei gut arbeiten. Ich kann, ich höre das, wenn ich illustriere, ich höre das beim Sport, ich höre das, das ist halt einfach so ein, höre ich seit ich klein bin. Die meisten der Geschichten kenne ich halt schon in- und auswendig. Und dementsprechend ist das wirklich einfach Berieselung, ohne wirklich noch was aufzunehmen. So eine neue Folge höre ich halt einmal sehr intensiv und ab dann, keine Ahnung, auch aus Gewohnheit wahrscheinlich direkt im Anschluss noch 3-4 Mal so. Aber ich finde das gar nicht negativ. Nee, es ist überhaupt nicht negativ, aber es fehlt halt so der Anspruch dahinter, also so dieses, was du sagst, Michael, das reizt halt nicht. Also es muss halt im Kontext, für mich muss es dann im Kontext sein, wenn ich Lust auf diese Berieselung habe, auch wenn das ein eher negativ belastetes Wort ist, dann mag ich diese Berieselung auch. Das ist so, als wenn man sich eine Folge King of Queens reinschmeißt, das hat auch nichts Großes anspruchsvolles, tut mir leid, wenn ich es so negativ sage. Hauptsache, aber letztendlich, es macht Spaß, es ist gut unterhalten. Genau, ich finde, dann ist es auch völlig egal, ob jemand das anspruchslos oder anspruchsvoll findet. Ja. Ich finde, natürlich sind die 3 Fragezeichen lange da und ich finde, das hat auch diesen Anspruch an eine Folge. Wenn man da jetzt was ändern würde, das wäre ja für die ganze Hörerschaft katastrophal. Weil im Endeffekt hören wir das ja alle und sind da immer noch dabei, in dem Alter, wo wir jetzt sind und auch die ganzen anderen Fans sind. Und da kann man auch, da können die Neider sagen, was sie wollen. Die sind einfach die beliebteste und beste und längste Hörspielserie, die wir im Moment haben. Und die, da wird auch nicht viel danach kommen, glaube ich nicht. Nee, man wird halt sehen. Ich glaube, es ist halt die Frage, wie lange sie jetzt noch weitermachen. TKKG hat er zum Beispiel auch, wahrscheinlich aber auch bedingt durch diese 3-jährige Pause der 3 Fragezeichen, wo ja nur die 3 Hörspielreihe produziert wurde. Auch schon Vorsprung. Die sind jetzt, glaube ich, schon bei Folge 203, 204. Ich glaube, die sind bei 201. Nee, die sind schon weiter. Da guck aber mal nach. Ja, da ich dich dann nicht verbessere. Aber auf jeden Fall. Die 202 ist, glaube ich, angekündigt, aber 201 ist jetzt aktuell draußen. Ich guck mal nach, weil das da, also,
Aber ich finde, dass den großen Anspruch, den die drei Fragezeichen einfach haben, die bringen einem das Gefühl zurück, was man hatte, als man klein war. Ja. Und das kann nichts anderes. Das kann eine heiße Milch mit Honig sein, die Mama einem ans Bett bringt. Aber das den gleichen Effekt hat die das Hören von drei Fragezeichen-Geschichten. Ja. Die drei Fragezeichen, wenn es einem nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer, ich schwöre dir, es geht einem besser mit einer Folge drei Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall. Und dieser Moment einfach, wenn man da wieder Kind ist und so dieses ganze tägliche Doing von einem abfällt für 45 Minuten. Shit, Erik hat recht. Das ist neue Folge 201 vom Goldschatz besessen. Ja. TKKG Folge 201, aber ab Folge 280 ungefähr, 281, 82, wird es auf jeden Fall deutlich besser. Ich finde das, also storytechnisch. 281? Nicht? Also ich finde halt relativ, 100, Entschuldigung. Ach Gott, das ist, man merkt, wir zeichnen an einem Dienstagabend auf. auf jeden Fall relativ spät wird es bei TKKG sehr gut und die haben storytechnisch und was die Rätsel angeht und auch das Lösen der Fälle die drei Fragezeichen zwischendurch auch überholt. Also die sind deutlich spannender. Ich muss eine Frage muss ich stellen, um einfach auch nochmal auf die wundervollen Sprecher zu kommen, die wir ja in Deutschland einfach hatten und haben. Habt ihr eine Lieblingsstimme? Andreas Fröhlich. Ja. Finde ich super. Also die das kann ich nicht mehr zu sagen. Ich höre den sehr, sehr gerne. In egal welchen Rollen, egal ob John Cusack oder als Bob Andrews oder wen er noch alles spricht. Das ist halt immer sehr angenehm und das ist so eine prägnante Stimme. Und der hat auch so eine Varianz in der Stimme. Also wenn ich John Cusack als Schauspieler sehe, denke ich nicht an Bob Andrews und andersrum. Und das gefällt mir total. Also Andreas Fröhlich, falls du unser Outro sprechen möchtest, bist herzlich eingeladen. Absolut, sehr gerne. Du kannst auch gerne mal zu Besuch kommen, wenn du möchtest. Genau. Andreas Fröhlich ist natürlich einer der was will man da großartig zu sagen? Er ist es einfach. Oder? Ja, absolut. Michael, guck gerade. Ja, ich guck gerade, weil ich habe in der Tat auch einen Lieblingssprecher. Bin so gespannt. Der spricht viel von Andreas Eschbach. Ich bin Matthias Köberli? Ja, genau. Erik tanzt auf dem Tisch, er freut sich. Erstens finde ich, seitdem ich sie über die Hörbücher höre, die Andreas Eschbach Bücher alle großartig und der Sprecher ist einfach für mich ein perfekter Sprecher, den ich immer zuhören kann. Ist ja auch die Hauptrolle im Jesus-Video gewesen. Ach, ist ja... Er ist es. Okay. Matthias, er ist es. Ich habe den Film, habe ich wirklich vor 15 Jahren mal gesehen. Ja. Die beiden Hörbücher habe ich jetzt letztes Jahr mir nochmal angehört. Und bei dir? Ich habe tatsächlich aus der Vergangenheit, also ich bin groß geworden mit Horst Frank und Peter Pasetti, dem ersten Erzähler der drei Fragezeichen, dem Skeletor aus den Masters-Folgen. Also einen besseren Skeletor kann man sich doch überhaupt gar nicht, also Wahnsinn. Ich habe eine ganz, ganz lange Liste. David Nathan natürlich, Claudia Urbschardt, ja. Hansi Jochmann, Till Hagen, Gisela Fritsch, Detlef Bierstedt und so weiter und so weiter. Also es sind wirklich die Creme de la Creme, die wir einfach so haben. David Nathan, der spricht natürlich viel Stephen King. Genau, David Nathan macht ganz viel Stephen King-Hörbücher, ist Johnny Depp, die Synchronstimme. Und natürlich auch Claudia Urbschardt-Mingus. Das ist auch eine super Stimme. Ja, dann hören wir unser Intro. Ja, das ist vielleicht nochmal nach. Super, super Stimme. Ja, die halt Stimme. Ich muss revidieren. Ich habe. Oh Gott. Sorry, Matthias, er muss revidieren. Ja, tut mir leid. Ist leider nur noch Nummer 2. Oh. Ich habe eben ja schon viel drüber geredet. Rufus Beck. Ich glaube, wenn ich mich auf irgendwas festlegen müsste, könnte ich das nicht. Aber unvergessen ist natürlich auch Hans Petsch, der Märchenonkel der Nation. Also niemand liest schöner Märchen vor. Auf Schallplatte hatte ich damals noch Geschichten von ihm. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall welche damit mit den von ihm vorgetragenen Märchen und so hatten. Ja. Super. Und ich finde, eine ganz tolle Stimme hat einfach auch Marco Göllner. Er ist nicht nur gut an der Feder, wenn er schreibt, sondern auch am Mikrofon, wenn er spricht.
Die Hauptrolle in Goldagengarten und das Intro von Fest und Flauschig. Das Intro von Fest und Flauschig. Und als Produzent-Regisseur von den ersten 24 Folgen von Dorian Hunter, den Kai-Meier-Vorlagen, die Geisterseher und die Winterprinzessin. Das sind übrigens auch Sachen, die unbedingt gehört werden müssen, weil da einfach auch so tolle Sätze drin sind, so tolle Momente und so unfassbar gute Sprecher, dass einem vor lauter Glückseligkeit das Ohr aufgeht. Also einen habe ich auch noch. Ja, bitte. Und zwar den leider schon längst verstorbenen, großartigen Gandalf-Sprecher Joachim Höppner. Ja. Stimmt. Ach, oh, das ist wirklich. Aber ich habe hier, wir reden heute viel, Erik will schon wieder, er sitzt auf dem heißen Stuhl. Nee, aber ich hab das Gefühl irgendwie, ich muss nach Hause fahren und mir neue Hörbücher und Hörspiele kaufen. Hör dir ohne Quatsch, hör dir die neue drei Fragezeichen an, das ist eine der besten seit langem. Die werde ich mir jetzt gleich auf dem Download-Portal meines Vertrauens kaufen. Und wo wir gerade schon bei den besten drei Fragezeichen-Folgen seit langem sind, habt ihr eine Lieblingsfolge? Also so eine Folge, die ihr sagt, die schmeißt ihr immer wieder rein? Ich meine, Michael, du bist jetzt nicht der Größte. Ich habe eine, die ich immer wieder gerne höre, von den wenigen, von den 30, die ich bisher, 30 oder 40, die ich gehört habe. Das ist diese mit dem Vulkan. Da, wo ist das der riskante Ritt? Ja, das ist das, glaube ich, der mit dem Doppelgänger. Mit dem Audio-Doppelgänger. Ja, genau, mit dem Esel. Mit der Stimme, genau, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet. Genau. Und bei dir? Ich habe schwierig, weil ich schwank immer so, es ist so ein bisschen abhängig von, wie ich auch drauf bin, aber ich glaube, die Folge, die ich am meisten gehört habe, ist die Folge 30, das ist das Riff der Haie. Die ist für die drei Fragezeichen eigentlich relativ untypisch. Sie spielt weder auf dem Schrottplatz, noch kommt die Zentrale großartig vor. Die ist wirklich, hat was mit Industriesabotage zu tun, ist eher kein herkömmliches Drei-Fragezeichen-Thema. Und wenn ich zwei aussuchen darf, ist der Ameisenmensch ganz weit vorne. Das ist die Folge, die mich wirklich neben dem tanzenden Teufel wirklich getwistet hat als Kind, weil ich gedacht habe, boah, krass. Der Ameisenmensch, da haben auch die Podcast-Kollegen vom spezialgelagerten Sonderfall oder spezialgelagerter Sonderpodcast, die haben darüber geredet. Packe ich euch auch noch einen Link unter die Folge, weil das ist auch ein sehr guter Drei-Fragezeichen-Podcast. Und eine ganz tolle Hommage hat auch die Folge 39 an den Ameisenmensch gemacht von Point Whitmark. Da kommt nämlich auch eine Vogelscheuche vor und es ist gleichzeitig eine Hommage an den Hitchcock-Film Psycho. Und das Feld beim Krähenhaus, das Haus beim Krähenfeld, ich krieg's gerade nicht zusammen, die Folge 39 von Point Whitmark. Es ist eine sehr schöne Hommage mit diversen Verlinkungen zu den drei Fragezeichen und natürlich auch Hitchcock, der ja da auch großen Anteil hatte. Ganz am Anfang. Hitchcock kommt auch in Stimmen aus dem Nichts der ersten Folge dieser Clarissa Franklin Trilogie vor. Da erwähnen die nämlich, dass diese Frau, um die es geht, also die diese Stimmen aus dem Nichts hört, in der Villa lebt, in der Psycho gedreht wurde. Ach guck mal, da hat man direkt ein Bild vor Augen. Ja, und das ist, ich finde, die drei Fragezeichen haben sehr viele gute Folgen. Bei mir sind es allerdings eher echt die neueren, also neueren in Anführungszeichen, alles was so Mitte, Ende der 90er bis frühe 2000er war. Das sind so die halt, da war ich so 9 bis 12, 13 Jahre alt und die habe ich da sehr intensiv gehört. Und einer meiner absoluten Favoriten ist, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, Folge 75, die Spur des Raben. Ja. Finde ich großartig, da passt einfach so gut wie alles, weil die halt auch sehr untypisch ist. Da kommt der Schrottplatz nicht einmal vor. Schrottcast übrigens auch, Schrottcast, Titus Jonas, auch ein sehr guter Podcast zu den drei Fragezeichen. Die Spur des Raben kann ich irgendwie nicht beim Einschlafen hören, weil da kommt ja mittendrin immer dieses Rabengekrächze. Ja. Und da werde ich immer wach. Kann man nicht machen, das dann, geht nicht. Was gibt's denn noch? Der rote Rächer, habe ich auch so oft gehört. Finde ich spooky. Ich finde spookiger, finde ich echt Stimmen aus dem Nichts. Ich finde, das ist eine der gruseligsten drei Fragezeichen-Folgen. Weil die auch sehr untypisch und sehr erwachsen ist, weil da sehr viel auch mit Tod und mit dieser gruseligen Stimme von der Schwester ist und diese einfach so eine Niedertracht, wie du da halt von dieser Clarissa Franklin hast, dass die halt Leute hypnotisiert und wirklich so krass manipuliert, um an Geld zu kommen. Das hast du vorher in der Form nicht gehabt und es wird auch hinterher echt schwierig, Folgen zu finden, wo das so heftig gemacht wird. Deswegen finde ich, die hat einen sehr hohen Psychofaktor in Anführungszeichen und das finde ich echt super. Und das finde ich halt auch gut bei Rufmord
und auch jetzt bei Signale aus dem Jenseits. Das ist halt echt ein, die sind sehr untypisch, aber sehr, sehr spannend. Und das deswegen, also wenn ihr könnt, Folge 188 Signale aus dem Jenseits. Was ist denn los heute? Ja, Signale aus dem Jenseits. Sag mal dreimal schnell hintereinander Signale aus dem Jenseits. Signale aus dem Jenseits, Signale aus dem Jenseits, Signale aus dem Jenseits. Das muss besser werden. Aber das sind auf jeden Fall jetzt enorm viel Input, was Hörspiele angeht, enorm viel Input, was Lieblingsfolgen angeht. Absolut. Ich glaube, die Liste unter beide Artikeln wird enorm riesig. Ich mache dann einfach mal Copy-Paste von euch. Ja, daher. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch. Oh. Justus, Peter und Bob hatten sich zum Baden verabredet. Der Satz aus welcher Folge? Der erste Satz aus welcher Folge? Ich sag mal so, eine, die ich vielleicht auch noch nicht gehört habe, der Superpapagei. Der Superpapagei ist es nicht. Ich gebe mal drei Vorschläge. Der Superwal, der Ameisenmensch oder die singende Schlange? Ich vermute ja der Ameisenmensch, weil du das, weil du die Folge eben so gefeiert hast. Also es ist die singende Schlange. Ah, okay. Wo ich übrigens, dachte erst der Eisenmann. Nee, da ja, der ist ja auch beim Baden. Und dann, ja, genau. Grandiose Ellie Jamison in drei Folgen zugegen. Der erste Auftritt in der singenden Schlange, der Silbermine und dann die feurige Flut. Übrigens, Side Note, die Real-Life-Schwester von Andreas Fröhlich. Und bei John Sinclair die oberböse Wichterin Lady X, die Vampirin. Ach, ja. Krass. Großartig. Oi. Also haben wir heute echt ordentlich rumgenördet. Aber wie? Ja, dann weist doch nochmal schnell vorm Ende auf euer Gewinnspiel noch rein. Titania Medien war so freundlich und sponsert einem unserer glücklichen Gewinner eine Folge, und zwar die Folge 122, die Insel des Dr. Moreau. Das, was ihr dafür tun müsst, ist einfach unserem Instagram-Account folgen, mündliche-prüfung, beides mit UE, muendliche-prüfung, geschrieben, unter das Bild mit dem Cover der Insel des Dr. Moreaus einfach einen Freund oder eine Freundin verlinken, die vielleicht auch Lust hat, uns zu hören und das Gewinnspiel mitzumachen und einfach unserer Instagram-Seite folgen. Genau, macht das und gebt uns auch gerne noch 5 Sterne bei iTunes und lasst uns eine kurze Bewertung da. Das gleiche auch bei den Kollegen vom Nerdizismus. Genau. Und nächste Woche haben wir wieder einen Gast zu Besuch. Und zwar kommt da der wunderbare Daniel vom noch wunderbarsten Podcast Laufen, liebe Erdnussbutter, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Großartiger Mensch, großartiger Podcast, hört da auf jeden Fall bis nächste Woche mal rein. Und du gehst jetzt mal schlafen und trinkst mal ein bisschen Blubberwasser, oder? Ja, nachdem ich gestern mit Whisky gegurgelt habe. Ich war bei Fortuna Düsseldorf. Die haben gestern Fußball. Ich bin raus aus dem Podcast für von anders. Fußball-Podcast. Fußball-Podcast. Aber dann auch nochmal an alle Nerdizismus-Hörer. Erstmal danke, dass ihr auch in unserer Folge dabei wart. Bitte, bitte. Und wie immer, für die, die es noch nicht kennen, mündliche-prüfung-podcast.de. Guck mal, der Michael kriegt das besser hin als ich. Einer muss Alles mit UE. Folgt ihnen auf der Webseite, wo ihr mit eurem tollen Podcatcher wie bei Nerdizismus denen auf allen möglichen Podcast-Portalen folgen könnt. Folgt ihnen auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Wir haben Twitter. Auf Tinder, auf Grindr, auf überall. Das Gleiche gilt natürlich auch für Nerdizismus. Ihr findet uns auch auf all diesen Kanälen, wie immer. Und demnächst haben wir für euch auch wieder super Sachen wie eine Special-Folge mit ganz vielen Star-Interviews, wo ich auf den Cons unterwegs war und mich mit diversen Schauspielern unterhalten habe. Oder wir reden natürlich immer wieder über Game of Thrones, bis die 7. Staffel vorbei ist. Und in diesem Sinne sage ich euch beiden auch nochmal danke. Gerne. Bitte. Eine Frage noch, habt ihr was zu Spider-Man eigentlich gemacht? Wir haben nichts zu Spider-Man gemacht, weil ich der Einzige damals war, der passend zum Kinostart drin war. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke den auch noch. Und dann dann sehen wir uns nächste Mal zum Spider-Man. Ja, finde ich super. Lieben, danke fürs Zuhören und hört Hörspiele. Hört Hörspiele, hört die mündliche Prüfung, hört Nerdizismus. Bis nächste Woche. Ade, tschüss. Ciao.